Ach. Na toll. Vielleicht kannst du sie einfrieren. Ist der das? No, falls ein Nummern zählt. Aber ich stand da bei Gigi-Tür. Der Junge im Krankenhaus. Da bei Gigi-Tür habe ich geparkt. Welcher Junge? Boko. Kenn ich nicht. So ein bisschen mein Enkel. Ach so. Zumindest habe ich das Gefühl. Okay. Du musst bestimmt richtig nah an den dran. Könnte ja das sein? Nein, das ist falsche Nummernschild auch. Aber vielleicht bist du an dem Großen. Na, das ist doch nicht mein Motorrad. Nein, aber vielleicht denkt das Motorrad das. Das ist aber nicht der Roller. Gut. No, ich kenne den Nummernschild. Das ist der Ach nicht. So. Ja, richtig. Ich kenne doch ja, ich kenne ja wohl den Nummernschild. Aber du kannst doch nicht so weit weggeparkt sein. Ich geklaut der worden. Roller stand bei Gigi's Tür. Wo ist Gigi's Tür? Da. Wo den Hacker anfängt. Rechts. Deswegen ist er geklaut worden. Warum? Weil du nicht richtig abgeschlossen Natürlich habe ich es abgeschlossen. Dann wurde der geknackt. Ja. Weil irgendwelche Scherzkekse hier Rollers umparken. Musst du zum Abschleppdienst. Vielleicht wurde der eingesammelt schon. Ach so, wegen dieser gelbe Fläche? Aber Fahrräder lassen die stehen, oder was? Nein, ist nur eine Vermutung. Ja, also glaubst du, die haben den Roller abgeschleppt, weil hier so eine gelbe Fläche ist? Nein, ich glaube, er wurde geklaut, irgendwo stehen gelassen und dann abgeschleppt. Ach so. Ja, wir gucken mal. Weil irgendwie, es gibt irgendwelche Scherzkekse, die hier um die Ecken parken und so. Ich gucke jetzt mal bei Safezone. Ja, ich gehe ins Bett. Wir ja, sehen guten uns Nacht. Morgen. Ja, guten Nacht. Viel Erfolg, Gracias. Wenn du sie gefunden hast. Sonst fahren wir morgen zum Abschlepper. Okay. Hola. Gute Nacht. Hallöchen. Geht dein Kennzeichen mit E los? Ja. Ja, komm mal hier hoch an die Straße. Wo hoch? Safezone oder? Siehst du mich hier an der Treppe? Ah. Komm mal hier hoch, der steht auf der Straße. Warum? Das weiß ich nicht. Was ist das für ein Scherzkeksenverein, der Rollers umparkt? Da, Casey hat ihn gefunden. Wieso steht der mitten auf der Straße? Oh mein Gott! Welche Arschlöcher macht sowas? Sehr gut, Casey, hast du gut gemacht. Aber welche Arschlöcher parkt denn bitte einen Roller mitten auf Straße? Ich weiß nicht, richtig unhöflich. Ja, richtig, den Stand bei Gigi's Tür. Boah, so eine Frechheit. Okay, ich fahre wieder auf den Hof. Ja, das ist eine gute Idee. Danke sehr. Ich sag doch, wir finden den zusammen. Ah, jetzt kann ich meinen neuen Helm einweihen, immerhin. Oh, aber ich habe Angst, dass einer kommt. Warte, ich fahre erstmal an den Rand. Hi, Betty. Ich habe einen komischen Zettel gefunden an der Tür. Okay. Und wir haben meinen Roller gefunden. Oh, sehr gut. Irgendein Astor hat ihn mitten auf die Straße gestellt. Was steht auf dem Zettel? Wieder? Ja, natürlich. Ich komme wieder. Dann zeige ich dir den Zettel. Okay. Gut. Bis gleich. Okay.